Herr Brinkhaus, die Länderwahlen und die Bundestagswahlen stehen an. Vielleicht können Sie einfach mal dem Gütersloher Bürger aus dem Kreis sagen, warum er Sie ausgerechnet wählen soll. Es gibt mehrere Gründe, mich zu wählen, Herr Kirchhoff. Der erste Grund ist, ich bin ein neuer Kandidat und ich möchte frischen Wind nach Berlin bringen. Ich möchte neue Ideen nach Berlin bringen und Bewegung dahin bringen. Ich denke mal, ich ärgere mich genauso wie viele Gütersloher über die Art und Weise, wie Politik organisiert ist in Berlin. Und ich hoffe mal, dass ich da einiges bewegen kann. Zweiter Punkt, ich möchte mich für Bildung und Arbeitsplätze einsetzen, weil ich denke, das gehört zusammen. Dafür müssen wir mehr investieren und auch zielgerichteter investieren in die Bildung unserer Kinder. Wenn wir an Arbeitsplätze denken, dann denke ich hier im Kreis Gütersloh an unsere mittelständischen Unternehmen. Die gilt es zu stärken durch Bürokratieabbau, durch Steuervereinfachung, natürlich auch dadurch, dass wir eine vernünftige Infrastruktur zur Verfügung stellen. Dafür möchte ich mich in Berlin einsetzen. Dritter Punkt, wir haben ganz große Zukunftsfragen, die eigentlich von der Politik noch nicht beantwortet sind. Wer zahlt unsere Schulden wieder zurück? Wie organisieren wir langfristig einen ausgeglichenen Haushalt? Das gilt im Übrigen auch für Gütersloh als Stadt. Zweiter Punkt, wir müssen unser Gesundheitssystem anpacken. Wir haben momentan ein gutes Gesundheitssystem. Ich glaube nicht, dass das so bleibt, wenn wir nichts machen. Dritter Punkt, was mir als Mensch der mittleren Generation Sorgen bereitet. Wir haben ein Rentenproblem. Wir werden die Rente nicht weiter so organisieren können, wie das bisher der Fall war. Das heißt, wir müssen da was tun. Wir müssen mehr Vorsorge machen, auch für die jüngeren Leute. Und ein Punkt, der mir ganz besonders am Herzen liegt, das ist die Umweltfrage. Das heißt, wir steuern auf die Erderwärmung zu. Das würde bedeuten, dass wir für die kommenden Generationen wesentlich weniger Entscheidungsspielraum haben, unser Leben gut zu gestalten. Beispiel Verlust von Ackerfläche, Verlust von besiedelbarem Land und die ganzen anderen Auswirkungen, die eine Erderwärmung noch hat. Und da müssen wir konsequent dagegen arbeiten. Dritter großer Komplex, starker Kreis Gütersloh. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel im Kreis Gütersloh unterwegs gewesen. Ich habe tolle mittelständische Unternehmen gesehen, mit tollen Unternehmern, aber auch tollen Mitarbeitern, mit Betriebsräten, die sehr engagiert waren, die sehr, sehr gute Produkte gemacht haben, die sich auf dem Weltmarkt auch durchsetzen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass diese Betriebe eine Stimme in Berlin kriegen. Ich denke, das sind viele gute Gründe, mich nach Berlin zu schicken. Ja, das war jetzt Ihre persönliche Darstellung, warum man Sie wählen soll. Wie ist es denn mit der CDU? Warum soll man die CDU wählen? Vielleicht erkläre ich, was die CDU von anderen Parteien unterscheidet. Wir haben auf der einen Seite die FDP. Die FDP sagt, die Freiheit des Einzelnen steht im absoluten Mittelpunkt. Das bedeutet aber, wenn man das konsequent durchdenkt, dass wir eine Gesellschaft haben, in der das Recht des Stärkeren und des Intelligenteren gilt. Dafür steht die CDU nicht. Auf der anderen Seite, die Parteien links von uns, die SPD, die Grünen und auch die Linken sagen, der Staat muss mehr in das Leben des Einzelnen eingreifen, muss mehr schützen, muss mehr tun. Das ist eine Auffassung, die man haben kann. Da sagen wir als CDU, nein, der Einzelne ist zuerst für sich selbst verantwortlich. Und Verantwortung ist eigentlich genau das, der richtige Begriff, der uns unterscheidet. Wir sehen uns als Partei, die den Menschen die Freiheit gibt, die Entscheidungen zu treffen, aber auf der anderen Seite auch die Verantwortung abverlangt, für sich selbst, aber auch für andere zu sorgen. Das ist mal ganz abstrakt die Position der CDU. Das schlägt sich nieder in unsere Wirtschaftspolitik. Das schlicht sich nieder in unserer Sozialpolitik, in unserer Bildungspolitik und in vielen anderen Bereichen. Und das ist eine Option. Jeder Wähler und jede Wählerin kann das gut finden oder schlecht finden. Wer sagt, ich möchte mehr Staat und ich möchte, dass der Staat mehr eingreift, der ist bei uns falsch. Der sollte ein anderes Produkt kaufen, vielleicht die SPD oder die Linken. Wer sagt, das interessiert mich überhaupt alles nicht, jeder soll nach seiner Fasson leben, soll alles alleine machen, braucht nicht nach links und rechts zu gucken, der ist bei der FDP besser aufgehoben. Herr Brinkhaus, ich möchte ganz gerne nochmal hier auf Gütersloh zurückkommen. Wir stehen ja hier an der Weberei und im Rahmen des Konjunkturpaketes 2 wird hier auch eine ganze Menge passieren, allerdings nur energetischer Art. Es gibt aber auch noch ganz andere Manken hier, wie beispielsweise die Toiletten, die bei Partys oder bei Festen überlaufen. Ist vielleicht nicht ein angenehmes Thema, aber was kann man da als Politiker, auch Sie als Politiker, der auch nach Berlin möchte, was kann man da denn machen, damit sich hier vielleicht noch was verändern kann? Weberei ist ein lokalpolitisches Thema. Weberei ist wichtig für Gütersloh. Wir gehören alle einer Generation an oder viele von uns, die mit der Weberei aufgewachsen sind, groß geworden sind, die dort viele gute Erlebnisse gehabt haben. Und ich denke mal, ein derartiger Traditionsstandort ist auch für das kulturelle Leben der Stadt wichtig. Punkt 1. Punkt 2. Die Stadt leistet einen laufenden Zuschuss also zur Weberei. Das ist auch gut so, das soll auch so bleiben, auch wenn er gekürzt worden ist. Aber wir werden in anderen Bereichen auch noch kürzen.
Und wir haben die Mittel des Konjunkturpakets, und das ist nicht selbstverständlich, auch hier in die Weberei hineingeschickt. Das hätten wir auch anders verwenden können. Und das ist eigentlich ein Bekenntnis der Stadt zur Weberei. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch die Weberei in der Verpflichtung, durch die sehr, sehr gute Gastronomie, durch diesen wunderbaren Biergarten, durch die wunderbare Kneipe, auch Beiträge zu erwirtschaften, um einzelne Maßnahmen hier in diesem Haus zu finanzieren. Das hat nicht immer so ganz gut geklappt. Wir haben hier eine Insolvenz gehabt, wir haben hier ganz schwierige Zeiten gehabt mit schwierigen wirtschaftlichen Situationen, wo die Weberei die Zeitungen gefüllt hat. Und wir würden uns wünschen, dass das, so wie es in den letzten Monaten der Fall war, nun aufhört, dass die Weberei in ruhiges Fahrwasser hineinkommt, dass hier gute Arbeit geleistet wird und dass dann vielleicht auch noch die nächste Generation gerne in die Weberei geht. Gut, ich frage jetzt trotzdem nochmal gerade. Ich meine, das hat sich ja sehr positiv geändert hier. Es ist ja jetzt nicht so, dass man noch diese alten Verhältnisse hat hier in der Weberei. Ich sage es immer ganz krass, dass man hier so sagt, die Drogenhöhle und dass hier die Insolvenz vor der Tür steht, dass schlecht gewirtschaftet wird, das hat sich ja nun wirklich viel geändert. Es ist ja nicht so, dass jetzt hier gar nichts passiert. Aber ist das dann eher wirklich so ein negativer Touch nach außen für Sie auch, dass man doch nicht erkennen kann, dass hier positiv gearbeitet wird? Nein, wie gesagt, also die Weberei ist in ruhigeres Fahrwasser gekommen. Das sieht man auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Das heißt, wir lesen mehr über Kulturveranstaltungen und weniger Insolvenz oder kubanische Bands und ähnliche Dinge in der Zeitung. Und das ist auch gut so. Ja, klare Antwort. Jetzt nochmal eine letzte Frage. Der Gütersloher wird demnächst auch was zur Weberei sagen und das frage ich Sie jetzt auch. Warum glauben Sie, dass die Weberei so wichtig ist für Gütersloh? Ich denke, die Weberei ist ein Teil von Gütersloh geworden. Jeder Teil ist von Gütersloh wichtig, ob es die Schützenfeste sind, ob es die Stadthalle ist und ob es die Weberei ist. Und ich glaube, es ist ein Wohlfühlfaktor für viele Gütersloher, ganz unterschiedlichen Veranstaltungen. Und es ist natürlich Aufgabe der Stadt und der Kommune, diesen Wohlfühlfaktor, diese Lebensqualität in Gütersloh zu erhalten.